Jedes Mal, wenn ich in der Nacht, wo eigentlich schon zu ist, starte, kommt noch ein Wappler und kauft ein. Ich brauch's da, so, was haben wir da? Cola. Turco Cola, von der Turco. Turco Cola. Nix Gott, nur Durchfall. Turco Cola, ihr Lieblingsgetränk für die Abfüllung ihres Darms. Oder für die Darmreinigung. Turco, das Cola. Lässt nichts zurück. Haben Sie harten Sch? Können Sie nicht mehr ohne Schmerzen aufs Klo? Turco, das Lösungsmittel für alles. 4 Liter am Tag und Sie sind am nächsten Tag 3 Stunden am WC und reiner als ein Säugling. So, was haben wir noch? Oder die Regale. Nudeln! Das Nudi vom Rudi. Oha, das sind aber besser gegangen wie gedacht sogar. Da müssen wir noch ein Backerl kaufen. Und dann am nächsten Tag. Und das kaufen, dies kaufen, jenes kaufen. Oder es kauft fast kein Schwanz mehr Butter. Sie ist noch immer nicht leer. Das gibt's ja nicht. Wie viel Butter will ich noch jetzt da brauchen? Geht dich nichts an. 0815. Okay, danke für den Follow. Okay, Lasagne ist. Nein, es war gar nicht die Lasagne, ich volltrottel. Das ist die Lasagne. Ist aber auch keine gegangen. Oder ich hab's schon aufgefüllt. Eins von beiden. Lasagne, pipi. Gummibären! Da sind's. Eins. Wow! Ein Sackerl war noch drin. Gott sei Dank habe ich die ganze Schachtel aufgehalten müssen. Ich bin so happy. If you happy and you know it, flack your hands. Ah, Kaffee. If you happy and you know it, flack your hands. So. Und was ist das noch? Mozzarella, meine Damen und Herren. Ganz wichtig, die Mozzarella. Leer. Was Kalks? Kotle. Kalks? Was Kalb oder Kalk? Was? Da? War das jetzt die Koteletts oder wo habe ich mich jetzt verdammt? Nicht Verwaltung. Irgendwas ist gerade vom Markt her, aber irgendwas mit den Koteletts, oder? Na, Steak? Doch. Kalbskotelett ist runtergegangen, aber vom Preis her trotzdem noch passend, oder? 15,78, ich verlange 16,10, das passt doch. Müsli haben wir gesehen, brauchen wir eins. Wie schaut es aus mit unserem Sandwich? Das ist viel. Aber Müsli, ganz wichtig. Was brauchen wir noch? Mehl, da weiß ich jetzt schon, dass ich noch ein Minimum, da brauche ich sogar für die 2 Packungen tatsächlich, ja. Da brauche ich 2, das geht uns wieder aus. 1, 2, ja, da brauchen wir ein Öl brauchen wir noch und einmal Nudeln. Einmal Öl. Zucker haben wir noch übrig, glaube ich, das ist auch voll. Jawohl, das ist voll. Brauchen wir nichts. Also die Bestellerei geht mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist am anstrengendsten. So, Kühlregal. Wasserflaschen haben wir eigentlich, hätte ich gesagt, noch genug für beide. Käse haben wir auch noch genug, außer in Cheddar, der wird leer. Die 8er-Eier gefallen noch. Ja, bis auf den Cheddar brauchen wir im Kühlregal da jetzt nichts mehr. Da brauchen wir einmal noch Mozzarella, sonst sind wir eigentlich auch noch voll bedient. Es will sparen. Milch, schwarzer Kaffee, glaube ich, haben wir gesagt, einer noch. Schwarzer Tee ist, glaube ich, auch noch genug da. Ja, mehr wie genug. Salz geht uns jetzt einmal aus, gibt es ja gar nicht. Was war denn da drin? Klopapier, gell? Klopapier fehlt noch, Seifen unbedingt, der Rest passt. Salz haben wir gesagt, auf jeden Fall. Basmati-Reis, glaube ich, ist auch schon gut was weggegangen. Ja, Nudeln hätten wir noch genug, aber Basmati-Reis brauchen wir noch. Wie schaut es mit dem roten Müll aus? Das ist, glaube ich, auch. Was, weil ich jetzt so bin und das Müll dann auf gut weggeht. Olivenöl, na, ist noch genug da. Ja, das haben wir alles. Kuchen! Wie schaut es mit Kuchen aus? Weißer Kuchen wäre noch genug, brauner Kuchen wäre noch genug. Von da unten könnte man ja eine Packung nehmen und Schokolade ist eine. Eine Schokolade nehmen wir noch dazu. Ein Schokolade. Das haben wir aufgefüllt oder brauchen wir da noch was?
Ne, eine. Eine nehmen wir halt. So, das. Ah, das Müsli. Ah, wir sind sowieso schon bei voll. Was war denn das letzte? Schokoladenriegel, okay. Was haben wir jetzt gesagt? Das einmal und das. Wie schaut es bei den Säften aus und beim Wasser? Wasser brauchen wir, ja, nehmen wir eins, weil das geht ab und zu echt gut weg. Und von den Säften her brauchen wir gar nichts. Brauchen wir nichts. Fertig aus. Brauchen wir nichts. Also, das heißt, einmal Wasser. Das passt alles. Wie viel Reiniger haben wir da oben noch? Das ist auch noch voll, das Regal. Sehr gut. Da brauchen wir also nur Seifen und Klopapier. Zweimal Seifen, einmal Klopapier noch tatsächlich. Nehmen wir sicher selber zweimal Klopapier, das kann ich mir rasant weggeben. Einmal Mozzarella, Honig glaube ich ist auch schon gut leer geworden. Ja, Honig brauchen wir noch ein Packerl. Alter, ich bin halt der Logistiker, wie er halt im Bilderbuch steht, was sie machen. Also ich bin so logisch, dass schon wieder Logistiker für mich war. Zucker könnte man theoretisch auch noch ankaufen. Kaufen. Wir tun gerade sparen, damit wir uns dann bei Level 25 gleich die Lizenzen und die Regale leisten können. Hühnchen, nehmen wir gleich mal zwei, habe ich schon gesehen, dass das relativ gut weggegangen ist. Das Müsli. Was ist das jetzt für eins? Das ist ein anderer, oder? Wo ist denn das? Wo ist denn das gelbe Müsli? Oder ist das das? Nein, das, ist das das? Ist das wirklich das? Beans. Wo das ist das? Okay, da haben wir genug. Was haben wir noch? Hühnchen, Pommes und Pizza. Pommes. Pizza haben wir noch immer genug, kommt man für. Pommes haben wir auch genug, brauchen wir nicht. Hühnchen haben wir schon bestellt. Erdäpfel haben wir noch mehr wie genug. Cheddar brauchen wir auf jeden Fall und so eine Kaffeepackung. Da ist es jetzt, glaube ich, alles voll. 12er Packung Eier haben wir auch noch genug, hätte ich gesagt. Das Ding ist voll, der Reis, der Fertigreis. Brauner Zucker ist, glaube ich, auch noch voll. Ja, sehr gut. Ja, dann geht es nur noch um das, die Fleischabteilung für da noch was. Steak haben wir noch. Das passt auch alles, brauchen wir auch nichts mehr. Sehr gut. Super eingekauft, hätte ich gesagt. Ja, dann nehmen wir die vier Produkte noch. Also andere haben wir noch und Maß. Und dann gehen wir einräumen, hätte ich gesagt. Oder? Hör ich an? Jawohl! Jawohl! Bayern! Das sind wir mehr. Jawohl! So. Da haben wir einmal die fette Bote namens Gertrude, da ist sie ja, einmal leer, einmal auf Reserve gekauft. Ich tue ja wirtschaften, Kinder, das ist ja wichtig, dass wir auch die wichtigen Sachen, da wollen wir wissen, dass sie meistens, nicht immer, aber meistens gut gehen, die tun wir ja horten, ne? Horten. Horten hört ein Huh, legt mich doch alle am Bam, Alter. Da ist ja die Seifen, gell, geschüttelt, da nichts da mit dazu verleiten, dass ich sinnlos doppelt und dreifach kaufe. Haben wir schon gern da. Das. Habitäre, wie geht's da? Flo der Hirsch. Muss, hätte ich jetzt einmal gesagt, auf die angenehme Art. So, das war jetzt vielleicht ein Backerl zu viel, die tatsächlich, aber. Ein ins Regal und das können wir dann schon wieder verwerten. Was haben wir da? Klopapier auf Reserve, ganz wichtig. Das stellen wir auch gleich da unten rein. Unten sehen wir es am schnellsten. So, wie wir die Erdäpfel auch unten reingestellt haben. Da haben wir nämlich auch jetzt mehr wie genug auf Reserve. Falls wir es brauchen, da ist das Huhn, das kommt auch auf Reserve. Man weiß es nie, aber man hat es und das ist wichtig. Perfekto, uno momento. Kennst du das Lagerhaus, Reggie? In Lagerhaus, Reggie? Da la la Deika steht schon in der Garage und die Tuyen sind schon gossen. Es ist ein Ende März, ja, so ein Blamage, wir haben den Swimmingpool noch nicht eingelassen. Ah, ui, 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 yeah, yeah, ah, ui, 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 yeah, yeah. Am 1. April sind wir on die Griller, alle bei uns in der Gossen. Ich schreibe auf einen Zettel, was ich will, weil sonst wäre ich später da schossen. Ja, ich kenne das Lied. Wir fahren ins Lagerhaus, wir fahren ins Lagerhaus, der Ariara, ich und der Kokola Klaus. Zuzeln miteinander, ein Uhu-Duben aus und dann fahren wir zu Haus.
Wenn sie die Bilder von den Kartons hätten, wäre es fast geil. Wenn sie die Bilder von was vorne auf den Karton gegeben hätten. Ja, Jul, das ist genau das, was ich sage. Ja, Mintari, wie du gehört hast, keines. Für die Regale gesehen, verstehe ich nicht, warum, wie du sagst, die Bilder von den Produkten, die in den Kartons drin sind, warum die nicht auch auf der Seite von den Kartons drauf sind und nur oben. Weil alles, was ab dem dritten Stufen ist, erkenne ich nicht mehr, wenn ich zuwiege. Da sehe ich es die ersten zwei, aber da erkenne ich nichts mehr. Da hast du vollkommen recht. Also sehr mitgedacht haben sie dabei nicht bei den Lagerregalen. Sicher, jetzt kommt die theoretisch einfach alles. Ich stelle alle Regale da früh und tue einfach nur bis zur zweiten Stufe beladen. Aber das ist doch Platzverschwendung hoch 1000. Das ist das Anstrengendste. Bestellen und dann alles einrahmen. Dann 10 Minuten Geld verdienen und dann wieder 3/4 Stunde bestellen und einrahmen. Es ist so schön. Ich freue mich schon so auf die Regaleinräumer. Sie sollen ja angeblich diese Woche mit dem nächsten Update kommen. Und das würde das Spiel um ein Zehnfaches verbessern, wenn du irgendwann, weil ich sage, am Anfang brauchst du das ja eh nicht. Aber wir sind schon in einer Größe, vor allem mit der nächsten Lizenz dann, wo das schon so viel Zeit einnimmt, immer das Sortiment zum Auffüllen und die Ware im Lager zu haben, dass du wirklich mittlerweile in einer Stunde spülen, 50 Minuten gefüllt einrahmen und bestellen durst und 10 Minuten verkaufen, weil du keine Helfer hast. Du hast nur zwei Pappaufsteller, die was Sauerstoff verbrauchen und zum Scheißen steppert sind. Aber die Toren außer kassieren nichts. Und da, wie wird der Simulator noch schon geheißen? Dort mit der Tankstelle und mit dem Spülraum und alles, mit dem Verkauf und alles, der Zwaradal, jetzt hat es mir gerade voll wieder geheißen. Ihr wisst, was für Spül ich meine. Nicht Gasstation, der andere. Netter Gast, wo ich dann immer schaue, Pumping, genau. Der Pumping Simulator 2 hat bewiesen, man kann einen Kassier auch beibringen, dass er zum Beispiel Ware in den Verkauf bringt. Weil beim Pumping Simulator haben die Kassiererinnen, wenn es nichts zum Kassieren gegeben hat, auch die Ware vom Lager in den Verkauf gebracht. Nur so nebenbei. Also der kann es fortsagen, wie man es richtig programmiert. Weil dort hast du auch einen Verkauf dabei mit einzelnen Produkten und da kannst du auch einen Dudel einstellen, der was die Regale aufräumt. Ein Manager, der was einen gewissen Bestand immer nachbestellt und Kassierer, die was, wenn sie gerade nichts zum Kassieren haben, genauso ins Lager gehen, Ware nach vorne holen. Das Spiel hat bewiesen, es ist alles programmierbar. Aber das haben sie da anscheinend noch nicht gewusst. Bald haben wir es geschafft, Kinder. Nicht verzagen, bald haben wir es geschafft. 3 Schachteln noch. So, da bleibt ein bisschen mehr über, da gehen glaube ich jetzt 2 rein, oder 1, 2. Da haben wir noch ein paar mehr Reserve. Aber die Regale auch schon wieder gut aufgefüllt, also so ist es nicht. Wobei wir diesmal wirklich sehr, sehr sparend haushalten, weil ich habe eigentlich echt nicht viel nachbestellt. Also, es haltet sich in Grenzen. Wo so Bartfärben aufwendig ist, weiß ich nicht, hast du schon jemals deine Haare gefärbt? Was ist der Unterschied zwischen einem Bart und Kopfhaar? Also die Haare auf dem Kopf und die Haare im Gesicht, wo ist da der Unterschied? Das ist also nicht, es ist das Gleiche, einfach das Gleiche. Nicht mehr Aufwand, als wenn du deine Haare am Schädel färben lässt. Warum auch? Ist ja nicht so, dass man da Haare wachsen und da Borsten, ne? Es ist das gleiche Material, nur von einer anderen Stelle. Ja. So, jetzt könnten wir den Tag so langsam starten. Startet die Motoren! Was, Butter? Jetzt ist ja ein D***es Butter, Zteier, Depperter. Was ist denn da Zteier, Alter? Wenn du kein Geld hast, dann bleib daheim, Alter, und friss in Kit aus die Fenster raus. Dann komm nicht einkaufen. Ich geh ja auch nicht zum Mediamarkt und probier mit Steiner zum Zahlen, du Dominos. Na ehrlich. Regt sie auf, Alter, weil die Butter ihrer um 29 Cent teuer ist, dann verpiss dich! Friss Fensterkit, Alter, oder leck den Dreck vom Bohnen raus. Und komm nicht einkaufen, wenn du den Knädel nicht hast dafür. Na ehrlich. Hey, da kauft einmal wer Butter. Ich glaube, ich schiff einen Igel. Der hat ja einen großen Einkauf gemacht. Sag einmal, Madel, Alter, hast du die Düne oder was?
Der hat, glaube ich, die dünne. Uns geht das Klopapier schon gleich aus. Wo habe ich jetzt das Klopapier hingekriegt? Da ist das Hühnchen, da ist das Klopapier. Die kaufen uns das Klopapier aus. Reinigungsmittel hätte ich auch mal bestellen sollen, habe ich auch vergessen. Ah, das wird mir noch teuer zu stellen bekommen. So, bin schon da, was gibst du mir? Zwölfer Packung Eier nicht. Oh, jetzt ist sie leer. Ja, was soll ich machen, Alter? Jetzt brauche ich keine nachbestellen. Einmal gehen die Produkte gar nicht, Alter, und einmal kaufen sie das binnen Sekunden weg. Ja, weil der Taudel, was tust du nur mit 36 Eier, Depper da, Alter? Da kannst du keine Küken ausschlüpfen lassen. Die sind nicht befruchtet, Kauf da Hörner, wenn du welche brauchst, aber doch nicht 36 Eier, denn da frisst ja nie, bis die angelaufen sind. Was bist du für ein Wappler? Alter, oder bist du vor die Wollnis und hast 98 Kinder zum Futtern? Was mit dir los? Drei Packungen Sushi, nach einem Tag kannst du das wegschmeißen. Hier ist bald Ostern, kannst du in den Schirm seine Ostern. Und weißt, die Leute jammern keine 12er Packung Eier. Alter, ich hab noch zig 8er Packungen und 4er Packungen. Nimmst du halt 2 8er oder 3 4er Packungen, bist du auf 12, du dumme Nuss. Du geile Butterblume, du Schöne! Weiß ich eh, danke. Licht einschalten. Kaufen mich da voll arm, die Leute. Hörnl haben wir noch passt. Was kriegst du? 6,5,50. Ich weiß, dass es keine 12er Packung Eier mehr gibt, du dumme Sau! Bah, reg mich nicht auf, geh weiter! Ach, der 20, Alter. Haben wir irgendwo was noch zum Nachfüllen ist? Nein, schaut gerade noch gut aus. Es möge da um, ja, aber das gefällt schon alles. Erdapfel passt, reicht alles noch. Hey, hallo? Gut ein, also bis auf die Eier, die sind weg, aber sonst gut einkauft. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen, da können sie sich noch 10 Mal anrühren. Ich kann es mir jetzt nicht aus dem ziehen. Trottel, die großen Sushi-Packungen gingen auch wieder besonders gut, fällt mir auf. Der hat jetzt aber ordentlich eingekauft, mir juckt meine Hand. Hätte es noch ein gewaschen, noch hätte es nicht mehr jucken. Ne? Das ist halt, ja. Aus Fehlern lernt man. Alter, was willst du noch alles kaufen, geschüttelter? Ein 80er gerade einmal, ist ein X, Alter. Olivenöl ist jetzt aber gut weggegangen. Reinigungsmittel haben wir auch fast keine mehr. Das Wasser da unten, da haben wir aber noch welche im Lager. Siehst du, da soll er die einmal vielleicht, war gar nicht so deppert, einmal nachfüllen. Ding nachfüllen, da. Lichter nachkaufen, so. Kauft's noch alle ein. Oha, Junge! Alter, wie viel Geschirrspültabs brauchst denn du, Alter? Hast du Industrie daheim oder was? Bist du von der Häfenküche? Der Hund kauft gleich 5 Packel Geschirrspültabs. Alter, meine 2 Taudeln haben wieder nichts zum Tor und alle steigen jetzt wieder bei mir. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Nein, nicht 4, 7, so. Das ist ja ein Sushi-Liebhaber. Evil Episode, danke für deine Biddies. 1, 4, 3, Punkt, 4, Haken.
Und der letzte, ja, das geht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ein Ripperl hat er gebraucht. Ein Ripperl vom Pipperl. Da, gib her, sechs, Haken, vierte. Ich weiß, dass keine 12 Eier mehr geben, Depper da! Du bist der 20., was mich darauf hinweist! Aber ich kann leider jetzt keine Eier ins Regal legen! Außer ich kann es mir aus meinem Arschloch drucken! Oder soll ich Hörner kaufen, die was während dem Verkauf in mein Lager hinten Eier legen? Arschloch! Krottel, Alter, wirklich! Wenn du das zum 10. Mal schon liest, denkst du echt, Alter! Wollt ihr watschen oder was? Jagd war nicht erfolgreich. Was für eine Jagd war nicht erfolgreich? Ja, die ist auch wieder vorbei. Timo, danke für die 200 Biddies. Liebe geht raus. Wenn die deine Hand juckt, erfährst du was meinst. Aha, okay, ist das schon irgendeine Redewendung? Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Sollen wir jetzt wieder alles, was wir noch im Lager haben, aufbrauchen und dann nachkaufen. Leer. Da haben wir noch ein bisschen eine Sahne von der Dipame. Eine Parmesanne. Weg damit, da. Trottel, da ist aber wieder der Thunfisch, ist das mir aber ganz gut gegangen. Da haben wir ein paar Thunfischdäger. Ein paar Meerjungfrauenmann und Blaububen haben wir da jetzt gehabt. So schaut das also aus. Die haben den ganzen Thunfisch weggefressen, die geschüttelten Schneebrunzer. Es gibt keine Eier. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Und die Leute während den Tagen jammern, es sind keine Eier mehr da. Soll ich mir das noch ziehen? Ich kann ihm schon ein braunes Ei hinlegen, wenn er das dann kauft. Ob er Freude damit hat, ist die andere Geschichte. Zweimal Gola. Was haben wir da? Da haben wir noch Geschirrspültabs, die sind ja auch gut gegangen. Ganz genau sogar wieder, sehr gut. Das geht aber nicht auf, da müssten mehr Föhn eigentlich. Da hat ja vorher allein nicht einer schon vier gekauft, aber gut. Waren nur drei, okay. Wurscht, weg sind's, das ist wichtig. Apfelchose! Jawohl. Nicht leer, okay, gut zu wissen. Komm sie, komm sie, komm sie, komm sie. Was für ein Tag, schalalalala. Weil ich mag dich und du magst mich. So wunderbar, schalalalala. Passt, das reicht auch für einen ganzen Tag. Locker. Was haben wir da noch? Mö, ganz wichtig. Bau, bau, Kernöl und ein bisschen auch Bockmöl. Na, no, braucht man wegen zwei Backel, glaube ich, auch keine Neigen kaufen. Hoffe ich halt einmal. Kann natürlich komplette Fehleinschätzung sein, so wie bei den 12 Eier. Und dann sind sie nach einem halben Tag schon leer. Da kaufe ich jetzt auch keine nach. Sollen sie es einmal wegkaufen, bevor ich aber nachfülle? Golla. 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 I drink you, Sergi Klumpert. Da haben wir noch mehr wie genug auf Reserve. Golla geht ganz. Golla. Grosse Sirsche. Haben wir viel verkauft. Da müssen wir sogar noch Kisten nachbestellen, tatsächlich. Ist gut gegangen. Sushi in Raumtemperatur zu lagern und einfach dann am nächsten Tag in den Handel zum Aussehen. Dass Milo noch nicht dicht gemacht worden ist, oder vom Gesundheitsamt, das fasziniert mich sowieso am allermeisten in dem Game. Wirklich. Ich verkaufe Tiefkühlware, wo ich tagelang bei Raumtemperatur im Lager hinten gelagert habe. Verkaufe ich dann als frische Tiefkühlware, dass da noch keine verreckt sind bei meinen Lebensmitteln, grenzt eher an ein Wunder, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Logik her, Tiefkühlware einfach da hinten im normalen Lager zum Lagern, ist schon mehr wie fahrlässig, hätte ich gesagt. Also, wenn die vom Gesundheitsamt vor Achtung Kontrolle da waren, die würden mich zusperren. Kleine Kinder werden hier direkt mit einem Puls von 200 gebannt. OCB, Bob, von was laberst du jetzt gerade? Wie, kleine Kinder werden hier direkt mit einem Puls von 200 gebannt. Bei mir haben Kinder nichts zum Suchen, ganz einfache Regelung. Verstehst du? Mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Hier sind keine Kinder erwünscht, ganz einfach.
Ohne Punkt, ohne Komma ist eine Tatsache. Wer nicht damit klarkommt, soll sich die Brust geben lassen. Ist ja auch richtig so. So ist es. Ich werde es zwar nie zu 100% vermeiden können und es wird sicher den ein oder anderen minderjährigen Zuseher geben, der was halt einfach nicht im Chat schreibt oder noch nicht zugeben hat, dass er minderjährig ist, aber wenn es einer zugibt, ist er sofort weg. Leider habe ich da keine Ausbild. Leider gibt es noch keine Ausweisverpflichtung, dass ich sagen kann, ich sehe einen Ausweis für jeden. Mann, was heißt leider? Okay, seien wir uns ehrlich, würde Twitch eine Ausweispflicht einführen, dass man seinen Ausweis zum Beispiel einscannen muss, um 18 Plus Content zu sehen, dann würden die Twitch-Streamer alle pleite gehen. Weil dann würden die Leute auf Twitch. Verstehe ich ja. Ich finde es auch sinnvoll, warum sollte ich auf so einer Online-Seite, wo wirklich sich jede Form von Gesindel umtreibt, meine kompletten privaten Daten auch so offenlegen und meinen Ausweis zum Beispiel einscannen und einschicken? Würde ich auch nicht machen. Aber es ist halt einfach so, ich mache 18 Plus Content und wenn ich sehe, dass einer nicht 18 ist, wird er gebannt und da gibt es dann auch keine Diskussion. Ganz einfach. Vielleicht kommt ja dann der Anzeigehauptmeister und macht dir dann eine Bude zu. Der sicher, ja. Hundertprozentig. Der hat sich gerade im Pass aufs Radl gesetzt und radelt jetzt daher. Das muss er sofort unterbinden, der Geschüttelte. Servus. Was ist denn da immer für Verkehr? Schaut auf die Uhr, Depperten, was ist los mit euch, Alter? Geht's heim! Das ist mein Gossen! Wie soll ich glauben, sie dürfen da einfach um einen fahren? Euch treibe ich das schon noch aus, ihr W***. So, bald haben wir mal die Lagerbestände alle aufgebracht, dann am nächsten Tag wieder alles nachfüllen, was noch in Massen fehlt. Und bald haben wir Level 25 erreicht, wo wir wieder die nächsten Lizenzen und auch... den nächsten Kassier können wir erst bei Level 30 einstellen. Aber da, ich muss auch noch einige Male kassieren, bevor ich den vollwertig einstellen darf. Schokolade gut gegangen. Ach, was lacht er? Liegt bestimmt daran, dass ich auf einen Container nicht vorbereitet wäre. Was für ein Container? Walla Krise! So. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum eigentlich die Kassierer da einfach steil bleiben. Damit man sich ärgern kann, als Influencer jetzt da, als Spieler, so wie ich, dass man sich denkt, ich ramme da hunderte Kisten ein und die zwei schauen sich da deppert an und spielen Firma steh und schau, wer als erstes blinzelt oder was. Dann sollen sie doch heimgehen, die Pisser, Alter, und wieder am nächsten Tag kommen, wenn ich aufsperre, oder? Aber nein, war schon wieder zu viel Arbeit für die Programmierung. Die Milch wird gar! Jetzt wird einmal richtig wieder eingekauft. Wir müssen nicht noch ein Level pushen. Push it. Wir brauchen noch ein Müll, wir brauchen noch so ein Schokobeet, ein Müll brauchen wir gar nicht, ey Baby, brauchen wir gar kein Müll, und da, ey Buh, da, aber 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 da, da brauchen wir auch nichts, da brauchen wir auch nicht, Buh, hey, halt da, depper da, Nutti, vom Rutti, brauchen wir auch nichts, sag einmal, auch nicht vergessen. Bierkriegel, Servus, aus Franken, Grüezi, aus Steiermark, wie geht's denn Franken? 12 Eier, immer ganz wichtig, da, hey, ich werde Hörner bestellen, dann sollen die da Eier hinlegen. Zucker, brauchen wir Zucker, wird schon Zucker. Zungenbrecher, am 10, sagen 10, zusammen zwicken, 10 Zentner Zucker zum Zahn, zum Zahn, so wie. Mineral, unbedingt, Käse, haben wir Käse. Ein Packerl Käse, brauchen wir noch. Habe ich jetzt schon Käse dazu eingenommen oder nicht? Ja, habe ich. 8 Eier wollte ich gerade schauen. Da brauchen wir eine. Milch brauchen wir eine. Nutella werden wir jetzt auch schon brauchen. Da ist der Preis, habe ich ganz schnell ändern, bevor es wieder vergisst. Bam, 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 bam. Naja, der passt eigentlich. Aber wir brauchen noch Müll. Bau. Ich brauche Müll. Geh her da, das brauchen wir. Olivenöl habe ich gesehen, brauchen wir sogar zwei. Oder ich würde mir das kaufen. Nutell vom Rutel, da brauchen wir eins. Salz haben wir noch genug? Ja, sicher. Was wollte ich jetzt gerade bestellen? Also die Säfte wollte ich gerade kontrollieren. Wir brauchen noch eins für die Grünen, das Cola würde ich auch noch eins bestellen. Und Orangensaft brauchen wir noch. Also, Orangensaft,
Da könnte man es bestellen. Eins für die Grünen. Wie schaut es da hinten aus? Ja, da brauchen wir auch wieder eins. Cola brauchen wir nicht. Haben wir da jetzt noch irgendwas an Mineralwasserflaschen gehabt? Ich denke nicht. Jetzt sind wir bei den Reinigungsmitteln. Da brauchen wir zwei, Klopapier brauchen wir noch und Glasreiniger, Shampoo hätte ich gesagt. Und ein Glasreiniger. Gehen wir heute mal wieder auf Nummer sicher. Aber wir sind übrigens sowieso schon wieder voll. Wo haben wir aufgehört? Milch 6er-Pack. Sehr gut. Das war ja da, passt. Einmal, zweimal, einmal, 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 zweimal. Mozzarella, da wollte ich hinschauen. Mozzarella brauchen wir nicht, aber Thunfisch brauchen wir. Butter ist diesmal ein bisschen nicht gegangen, aber da haben wir, wie viel haben wir noch? Ja, brauchen wir, glaube ich, noch keine nachkaufen. Vierer Eier brauchen wir noch, ein Packerl. Und Thunfisch haben wir gesagt, der ist übrigens jetzt wieder teurer geworden, das muss man auch gleich beheben. 67, ich habe nichts zu verschenken, Achte. Nicht Neine, Achte, sonst haben wir es wieder alle. Ob ich jetzt noch immer Neine drin gehabt, weil dann habe ich mich, ich habe noch immer, Alter, ich habe Achte gesagt, der Fixacker hinten und nicht los. Und Honig, Honig, ja, ein Backerl Honig können wir uns noch gönnen, weil jetzt machen wir eh schon den Wocheneinkauf mehr oder weniger. Da können wir noch ein Backerl Honig, Butter haben wir, glaube ich, jetzt da, das reicht noch. Ein Hühnchen hätte ich gesagt, nehmen wir noch dem Honigmüsli gehen, hast du nicht gesehen, nehmen wir auch noch nicht, tatsächlich. Pizza ist da, glaube ich, jetzt bald einmal gar. Ja, gar auch noch nicht, aber ist schon ein bisschen was weggegangen. Pommes haben wir eigentlich auch noch, ja, nehmen wir halt dazu, jetzt machen wir gerade den Großeinkauf. Ist das nicht so tragisch? Da eins. Also wir sind schon wieder bei 10. Sorry. So. Da eins, da eins, da eins. Erdäpfel haben wir noch auf Reserve im Lager, habe ich gesehen. Cheddar, ganz wichtig, glaube ich, ist nicht mehr viel. Nein. Brauchen wir auch. Du geile Butterblume, du Schöne! Eier haben wir von dem Gericht da oben, sind wir auch noch viel, glaube ich. Das ist nur ein, zwei Brocken. Ja, na wohl, da sind ein paar gegangen. Dann gehen wir da noch nicht. Ich warte, dass ich eine schöne, geile Butterblume bin. Danke, du kannst meinen Beider lecken. Was ist da in dem Regal noch alles fehlerhaft? Fleisch wäre schon gar nicht mehr so schlecht. Kleine Sushi-Packung könnte man brauchen. Eine große Sushi-Packung noch. Fisch war nicht schlecht, den Rest haben wir noch genug. Also, Fisch, Steak, große Sushi, kleine Sushi kaufen. So, alles gekauft, was man zum Leben braucht. Passt, wir rahmen jetzt einmal die Regale ein. Gruß zurück. Baume, danke für die Biddies, Liebe geht raus. Orangensaft! Dam, 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 dil, dil, dim, di, dadl, dai, do. Evil Episode, danke für die 5 Biddies, Liebe geht raus. Dann rahmen wir mal wieder die Plätze ein. Boah, das ist so schön. Das ist halt echt schon Zeitaufwand, wenn du so viel einrahmen musst. Eier! Was ist dein Lieblingsspiel? Taschenbillard und 5 gegen Willi sind meine Lieblingsspiele. Was ist dein Lieblingshorrorspiel? Das ist tatsächlich die A-Falte, die ich jeden Tag zweimal ausputzen muss. Das ist teilweise echt Horror, was ich da hinten so durchziehe und wie das riecht. Wenn die Antenne Steiermark mal bei dir anruft, geht's los. Das war geil, ja? Behältst du mich als Mod auch in 9 Jahren? Das weiß ich nicht. Was du in 9 Jahren tust, Alter. Ob du in 9 Jahren schon Menschen über die Grenze schmuggelst von Ungarn nach Österreich oder ob du noch Moderator sein willst, musst du selber wissen. Florian, danke für deinen Follower. Ich bin jeden Tag ab 18 Uhr da live auf Twitch und da kommt der ganze Content her. Dafür ein... Na, geht nicht. Kommt ein Würstel mit raus. Da müssen wir noch warten. Hochdeutsch ist richtig anstrengend und braucht da keinen Schwanz mehr. Ich finde, wenn man als Österreicher auf die Idee kommt, ich fange zum Streamen an und das auf Hochdeutsch, bist du Wappler in meinen Augen. Weil Hochdeutsch gibt's ja, hochdeutsche Streamer gibt's wie Sand am Meer. Wie willst du da noch außerstechen, vor allem als Österreicher, der Hochdeutsch streamt? Red doch einfach in dein Sch-Dialekt, fertig. Ich bin das beste Beispiel, dass das auch funktionieren kann. Keine Hähnchen mehr, ich werde gleich ein Hähnchen drucken, Alter. Ich gehe jetzt extra für dich einen Hund töten, du Habe ich nicht eigentlich irgendwo einmal Pommes bestellt, weil das dann auch schon gleich war? Ich hab's mir eingebildet und wahrscheinlich übersehen. Wenigstens lassen sie die Leute jetzt da. Haben wir keine Pommes mehr? Pommes. Ich hab mir doch eingebildet, ich hab irgendwo Pommes. Oder hab ich die weggeschmissen? Ich hab doch Pommes gekauft. Du hast weggeworfen. Die hast du weggeworfen? Ach du Sch.
Weil ihr mich so viel anlenkt und jetzt habe ich bald keine Pommes mehr. Die Leute werden sicher gleich mit Fackeln einrennen und heikobeln. Wo fahren unsere Tiefkühlpommes? Ah! Ah! Kann sein, dass ich vorher Backerl gar nicht nachgefühlt habe, sondern von lauter Plappern kleines Lager gezahlt habe, ohne wirklich zum Schauen, ob ich die Ware jetzt einrahmen wollte? Schon, gell? Ah, nein, das passt schon. Ja, und keiner sagt was. Er lebt in dir. Hey, ja, hemma, hey, ja. Er lebt in mir. Hey, ja, hemma, hey, ja. Wer kennt das Lied? Mein, das ist so eine geile Scheibe. Ich muss die auswendig lernen. Ich find's trotzdem komisch. Danach, sein Spiegelbild wahrscheinlich. Der schreibt, dass du ein Trottel bist. Der Teekern hier los am Schreiben. Macht dir nichts. Ich lebe davon, dass ich ein Trottel bin. Er nicht. Finde ich es schlimm deswegen? Nö. König der Löwe. Ja, ist mir klar, Fabius, habe ich ja gerade gesagt. So wie das Wasser. Das ist sicher. Ja, manche, also ich muss, eins muss ich sagen, und das habe ich schon festgestellt, die wenigsten lesen diese Beschreibung. Ich habe gerade mir selber einen Ohrwurm verpasst. Und ich gehe heute schon noch im Stream König der Löwen Teil 2 anschauen. Kobu! 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 Ah! Da habe ich noch Wasserflaschen gehabt. Warum sind denn dann alle weggegangen? Ist der Teil 2 live? Und kennst du den nicht, oder? Ich persönlich finde Teil 1 und Teil 2 sind beide geil. Nur der Dreierteil ist in meinen Augen für nichts. Ansichtssache, ich mag den Dreierteil gar nicht, weil da geht es ja eigentlich hauptsächlich, ist es eine Wiederholung vom ersten Teil, nur aus der Sichtweise von Timon und Pumba. Die anderen finden es witzig, ich finde es einfach nicht passend, dass man das als Dreierteil betitelt. Ich kenne nicht einmal den ersten, kann mir König der Löwen nichts anfangen. Wenn du nicht kennst, dann sag nicht, dass du nichts damit anfangen kannst. Das kannst du mir dann erzählen, wenn du einen gesehen hast und sagst, der war sch. Ja, hab vom dritten auch nichts mitbekommen. Weil er sch ist. Wie gesagt, im Dreiertal geht es hauptsächlich nur um Timon und Pumba. Und wie sie im ersten Teil erlebt haben. Und wo sie abstammen. Also komplett. Also, wie gesagt, hätte man eigentlich Timon und Pumba der Film nennen sollen und nicht König der Löwen 3L3. Ist meine Meinung. Naja, habe einen Teil gesehen, aber wie gesagt, hat mir nichts außergerissen. Predator, dann bist du Schwachstell. Also, ich muss sagen, König der Löwen ist ein Film, der ist für mich zeitlos und kann ich auch heute noch anschauen, mit 30 Jahren, ohne dass ich Kinder habe. Das ist meine offizielle Sicht der Dinge. Ich habe nur den ersten Film gesehen. Das ist bitter. 12 Eier, Kuchen und noch Coke, glaube ich, weiß. Die zwei Kuchen, glaube ich, sind teurer geworden. Ja, machen wir 2,70, damit es nicht jammern, die Leute. Der, jawohl, 5,40. Die 12 Eier sind wieder teurer geworden. Sind schon wieder alle verkauft. Und irgendein Coke, oder? Was Coke ist das letzte? Ich glaube. 3 passt. Passt. Oder auch nicht. Weiß nicht, was das dritte war. So wie das Wasser. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern.
Das heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Aluna Mahata. Timon und Pumba. So, Simba und wie heißen die Naderen nochmal? Die anderen? Was Simba? Was heißt der? Also, im ersten Teil, da gibt es einen Simba, ne? Das ist eigentlich der Hauptcharakter. Der Mufasa, das ist sein Vater. Der Scar ist der Böse. Die Nala ist die Freundin von ihm und die zukünftige Frau. Und ich habe gerade leider vergessen, wie die Mutter heißt. Die wird auch namentlich erwähnt, aber ich habe es vergessen. Sarawi, genau, Sarawi ist die Mama. Und dann gibt es halt noch die ganzen anderen Nebencharaktere. So wie in Rafiki, das ist der Pavian, der was ja mit dem Strich macht. Dann haben wir auch noch einen Vogel, das ist der Sasu. Die Hyänen, die ich namentlich sowieso immer vergiss. Die haben glaube ich einen Namen, aber ich habe es einfach vergessen. Ja. Ja, Timon und Pumba. Das haben wir eigentlich eh schon durch mit den Hauptcharakteren in dem Spiel. Der Shashu ist super. So, also, wir brauchen das. Mö, meine Güte, ich lenke mich mal, brauchen wir eins, passt. Öl haben wir auch gesehen, brauchen wir, Nudi brauchen wir, Zucker brauchen wir, irgendein Mineralwasser brauchen wir noch einen Käse. Oh, brauchen wir auch. Kaffee, glaube ich, ist überblieben, da haben wir genug, ja. Oder so ähnlich, die vom zweiten Teil kann ich mir nicht merken. Naja, da war sie, sie ist die Kiara, die Tochter von Simba und von der Nala. Dann haben wir einen Kovu, das ist eben der Löwe, um den es dort geht, der männliche. Dann, boah, wie heißt die Mutter? Sira, glaube ich, gell, ist die Mutter. Die Hyänen sind Shensi, Banse und Ed, okay. Sira, glaube ich, ist die Mutter. Ja, die böse Mutter von ihm, vom Kovu, die Mutter. Nein, die Nala ist die Mutter von Kiara, aber von Kovu, die Mutter, ist die andere. Die Sira. Im Zwarertal, Alter Leute, muss ich jetzt euch echt den ganzen König der Löwental erklären. Gut, es geht darum, dass anscheinend der Scar, der im Anzertal ja eigentlich als Einzelgänger dargestellt wird, und dort stirbt, ne, als Bruder von Mufasa und nicht rechtmäßigen Erbe, nachdem der Simba offiziell doch nicht tot war, dass der im Zwarertal dann anscheinend doch Anhänger gehabt hat bei den Löwen, die sie abgesplittert haben von die tatsächlichen Löwen vom Simba ins verbotene Land, das heißt ins geweihte Land dann, ne, der Simba und so, und dass die Frau, also der Kovu ist der angebliche Sohn vom Scar. Schattenland, genau, Schattenland. Der Kovu ist der angebliche Sohn vom Scar und wurde sein Leben lang von seiner Mutter, also die Partnerin vom Scar, darauf hingezüchtet, den Simba zu töten, indem er infiltriert wird. Dort, also zuerst als Attentäter und dann, wie sie auf einmal merken, dass die Nala in Kobo die Kiara in Kobo interessant findet, ist die Mutter auf die glorreiche Idee gekommen, er soll sie zu seiner Tochter zuschmeißen und den richtigen Augenblick anwarten, um ihn zu töten in Simba. Das geht aber dann schief, weil sie der Kobo wirklich in die Kiara verliebt, aber trotzdem die Mutter dann einen Hinterhalt plant, von dem der Kobo nichts gewusst hat. Sie greifen in Simba auch, er kommt gerade mit Ach und Krach aus dem Ganzen außer. Und da glaubt dann der Simba, dass er von dem Attentat gewusst hat und beschuldigt ihn und verbannt ihn wieder aus dem geweihten Land. Natürlich lässt sich das die Kiara nicht gefallen und reist vor der Hamo und will sie mit dem Kovu zusammentreffen. Und die sind dann verliebt, verlobt und dann meinen sie, wollen anreisen, dann stellt sie aber heraus, dass das Schattenland, die Löwen, das geweihte Land attackieren wollen und überrennen wollen. Und weil sie zwar aber einen Krieg verhindern wollen, wo sie alle töten, kommen sie zurück und mischen sie ein. Und dann am Ende
stirbt die Mutter vom Kobu, weil die war einfach das Böse in Person, das hast du ihr nicht mehr austreiben können. Das heißt, sie stirbt, die Ahnenlöwen, was zu ihrer gehört haben, verbrüdern sie auf einmal mit den ganzen Ahnenlöwen vom geweihten Land und alle sind heute Levone und Nala f*** mit dem Kobu. Nala, sag ich mal, Chiara f*** den Kobu, Ende der Durchsage. Das war 3 Minuten vor Auffassung vom Zwarertal. Ganz grob erklärt. Und jetzt habe ich vergessen, was ich schon wieder alles in meiner Bestellung drin habe. Wo haben wir aufgehört? Bam, Käse. Kaffee passt, braucht man nicht. Ochtereier. Ochtereier brauchen wir auch. Milch, glaube ich, ist auch schon wieder fast gar, gell? Oder zumindest auch Hüften fehlt, passt. Schwarzer Tee könnte man einmal einen wieder dazu kaufen. Jetzt haben wir, glaube ich, viel, ja? Erdnussbutter, glaube ich, haben wir noch genug. Jawohl. Rotes Mehl könnte man wieder Backel kaufen. Basmati-Reis auch. Nudeln waren jetzt gar nicht notwendig. Kernöl auch nicht. Salz war wieder. Rotes Mehl. Ja, rotes Mehl meine ich, es gibt eine blaue Verpackung und da die rote Verpackung. Fertig. Das ist fix. Das ist nicht ein. Nein, weißt du was? Allein ich für die. Nein, gebe ich da gar keine Antwort drauf. Geh. Der Kuchen ist alles teurer. Ist da oben noch was teurer geworden? Nein. Also die 12 Eier sind noch teurer geworden. Die Kuchen haben wir angepasst. Glott und griffig. Dein Gesicht ist auch griffig, wenn ich mit meiner Faust da reinklatsche. Dann bleibe ich auch hängen. Nein, Gummibären brauchen wir jetzt nicht. Kuchen haben wir, glaube ich, gesehen. Ist genug da, oder? Ja. Von da unten können wir eine Packung nehmen und Schokolade können wir noch eine Packung nehmen. Chris, danke nochmal für 100 Bits. Wartet doch, bis einer geht. Geht jetzt wieder einer oder was? Ist das jetzt nicht noch zu früh? Wie viel Joghurt haben wir jetzt noch? Der war ja schon. Ja, kaufen wir halt einmal einen. Können wir eh nicht ganz aufbrauchen, aber dann haben wir einen. Sag ich, als Cola ist teurer geworden, aber nicht so viel, dass es erwähnenswert war anscheinend. Orangensaft brauchen wir noch, Apfelsaft hätte ich gesagt auch noch. Sprite haben wir auch noch genug. Zuckerdinger brauchen wir auch wieder. Und, ja, Geschirrspültabs. Hui. Die sind ja komplett, da brauchen wir 2. Da brauchen wir unbedingt wieder eine Packung, genau. Da ist der Spaß, da eine hätte ich gesagt. Butter, haben wir eigentlich das letzte Mal nicht eine bestellt, ich glaube, oder? Mozzarella, wo sind die Butter hin? Butter, Mozzarella brauchen wir noch, auf jeden Fall 2 Packungen. Parmesan, eine, 4 Eier passt eigentlich noch. Danke, Bierkriegel. Oder nehmen wir noch eine. So. Jimmy Loga, danke für den 5er-Sub. Chris AC, danke für die Pizza. Einmal Seifen geht einer. Für die 200 Pizza einmal Seifen geht einer. Mozzarella 2, einmal Parmesan. Haben wir jetzt schon Parmesan drinnen? Ich habe keinen Klick gehört. Nein, haben wir nicht. Siehst du das? So, Parmesan, 4er Eier, Zucker brauchen wir auch wieder an. Honig! Haben wir noch genug. Butter haben wir gesagt, brauchen wir noch eine. Die Honigloops brauchen wir bestellen. Feldkartoffel und dup, dup. Habe ich den Basmati-Reis schon bestellt? Wahrscheinlich. Ja, Nussteig haben wir jetzt, glaube ich, auch bestellt. Das ist jetzt eigentlich der Zucker, der braune haben wir. Ich weiß es nicht mehr, was haben wir jetzt gerade? Da, Erdäpfel-Bit-Pommes. Ganz wichtig. Cheddar. Roter Käse. Roter Käse. Roter Kaffee ist noch da. Die Gerichte sind auch noch da. Ein paar Fleisch. Haben wir da noch irgendwas, was wir brauchen? Nee. Ist alles da. Perfekto. Verbannung, die Schande. Verrat, Skandal. Weißt du, was ich jetzt gerade einmal überlegt habe, was ich eigentlich einmal schauen müsste? Ich habe, glaube ich, schon seit gefühlt 10 Tagen keine Bankraten mehr gezahlt, Alter. Weil ich glaube, ich bin gleich wieder blank, wenn ich das jetzt mache. Bank. Darlehen, Zahlungen. Ach du Scheiße. Ja, nee. Hätte. Ach du heilige Scheiße. Alter, ich habe gerade fast 2000 Schulden blättert.
Da rennt der Zaster wieder in den Bocher, vor allem, weil ich bei Level 25 echt viel Geld brauche, weil da werde ich wieder ein neues Regal brauchen, weil man da dann wieder neues, oder Kühre, je nachdem was, oder Tiefkühl im blödesten Fall sogar, weil man wieder die Ware aufstocken, wieder um 7 neue Produkte, glaube ich. Und da kostet allein nicht die Lizenz schon 2,8 dafür. Und dann natürlich musst du das Produkt auch kaufen, die Ware, was du sowieso kaufen musst. Und gleichzeitig auch noch, wahrscheinlich auch noch einen Platz schaffen für die Produkte. Und es dauert, glaube ich, wenn ich circa 2 Tage, jetzt sind wir auf Level 24, auf der Hälfte, es würde noch 2 Ingame-Tage dauern, bis wir das erreicht haben. Seit wann geht denn die Milch so gut, Alter? Da ist ja ewig lang gar nicht gegangen und jetzt wird es jeden Tag fast leer gekauft. Da kann man sich ja nur drüber freuen. Hands up, then we gonna drop. Drop.